Heilige Scheiße, was ist das bitte sehr? Das sind wirklich eine Nacht der Menschen hier. Guten Abend, meine Freunde und liebe Grüße hier vom Lake Tahoe. Ich habe gedacht, da die letzten Vlogs so gut bei euch angekommen sind, mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber es war ja schon immer lustig, dass wenn ich einfach so ein bisschen aus meinem Leben was gezeigt habe, die Leute es immer geschätzt haben. Und die Intention mit diesem Vlog soll sein, dir zu zeigen, was man nach Burning Man am besten machen soll. Weil nach Burning Man, du hörst es an meiner Stimme, ist man schon sehr compromised. Also das heißt, das Immunsystem wird schon einigermaßen gefordert. Dan, mein Kumpel, der ist auch ein bisschen krank geworden, der kommt morgen dann. Wir haben jetzt hier so ein sehr schönes Haus gemietet. Wir sind zu 12 oder zu 10 und daher ist das natürlich auch von den Kosten her überschaubar. Und jetzt werden wir heute hier noch 3 Tage verbringen, ein bisschen die Natur erkunden, ein bisschen an den See gehen, ein bisschen essen, ein bisschen Party machen hier, weil wir haben sehr viele coole Menschen kennengelernt. Am Burning Man lernst du immer wirklich ganz krasse Menschen kennen, ganz schöne Verbindungen, die da hergestellt werden, und die vertiefe ich gerne dann auch nach Burning Man. Das heißt, statt einfach direkt irgendwie weiterzuziehen oder in Reno die Zeit zu verbringen, was ich niemandem empfehlen würde, kommen wir immer hier hin und entspannen nochmal so ein paar Tage, und das ist jetzt das Ziel. Wir gehen jetzt mal an den See und checken noch ab, ob wir es noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang schaffen. Nice. Direkt noch geschafft zum Sunset. Wunderschön. Und es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal in einem See war. Mindestens schon einen Monat her. Deswegen vermisse ich es richtig. Schau mal, wer wir hier haben. Hier haben wir den Jonas aus Berlin, meine Freunde. Gib mal ein Brofist hier. Den Typen habe ich kennengelernt, bevor ich gestorben bin. An meiner letzten Ayahuasca-Zeremonie. Eine Stunde vom Sterben. Hast du mich gehört? Ja. Ich habe mich beim Sterben gehört. Und das war richtig lustig, weil, wie ich ihn kennengelernt habe, auch ein purer Zufall. Und jetzt sind wir hier. Wir haben noch darüber geredet, gell? Burning Man und jetzt, ja. 2 Monate später, gell? Also man trifft auf der ganzen Welt Leute, die das Chain is Life schon leben. Should we do a breathwork? Mm-hmm. Short one. Yeah. Was ich auch immer gerne mache, sind Breathwork Sessions. I did my first Breathwork Session with you. Yeah? She pushed me. Mm-hmm. Sie haben mich dazu gepusht, eine Breathwork Session zu machen, weil der Typ ist nicht gekommen am Burning Man. Der ist einfach nicht gekommen. Und dann alle so, ja, dann mach doch du sie. Und dann habe ich meine erste Breathwork Session angeleitet. Und das war richtig nice. I'm gonna do it more often now. Yeah, yeah. Me too. Alright, let's do it. And we hold the second for 15 seconds. And this time we laugh while we hold the breath. We laugh as much as we can, because the body doesn't know if you laugh, it's already producing something. Yeah, okay. Yeah, 50, and then we hold. And then after that, we just do, I would say, okay, and now we're ready. Who is the first in? Ski! Ja, oh, das ist gut. Das ist schön kühl. So muss es sein. So muss es sein. It's not like in Colombia. In Santa Marta, it's so hot, the water. Wie war das erste Mal Burning Man für dich? Das, danke. Ja, Highlight? Highlight? Wir haben einen Abend gehabt mit so einer 28-jährigen Burnerin, die war schon 28 Mal auf dem Burning Man, und sie hat uns wirklich wie so Kinder auf den Playa genommen. Und sie hatte so einen Umhang an wie Obi-Wan Kenobi, wie so ein Jedi-Master, und hat sie erstmal gezeigt, was Sache ist. Und ja, keine Ahnung, ich kenne den ganzen Ort noch gar nicht so in Worte fassen oder greifen. Aber ja, geisteskrank, jeder Tag war irgendwie. Ja, 28 ja. Jahre Burning Man. Das ist crazy. Das ist so krass, ich merke jetzt schon so vom ersten zum zweiten zum dritten Mal, ja, wie es immer geiler wird, weil man immer besser checkt, wie es läuft. Ja.
Aber nach 28 Jahren. Und ich habe auch das Gefühl, der ganze Ort hat so ungeschriebene Regeln und Gesetze. Und umso mehr du dich dran hältst, ja, umso mehr nimmt dich der Playa einfach mit. Und du hast bei ihr einfach gemerkt, sie hat gekocht für das ganze Camp, 52 Leute den ganzen Tag. Dann die ganze Nacht Party gemacht, hat nochmal gekocht für das ganze Camp. Nochmal eine ganze Nacht Party gemacht und die Frau ist 55. Alter. Und hat eine Energy gehabt, wo ich mir gedacht so habe, wo kommt die her, wenn ich 55 bin? Genauso möchte ich sein. Herz öffnen. Ja, genau, und Service. Service, Mann. Die Leute, die am ältesten werden in den 5 Blue Zones, die sind auch mit 100 immer noch auf Service. Die haben immer noch Purpose. Leute, ich schwöre es euch, Purpose ist alles. Unten direkt bewerben fürs Mentoring. Da kriegt ihr den Purpose. Nee, so ohne Scheiß. On Purpose zu sein. Ich merke es wirklich immer wieder, wie fucking wichtig es ist, einfach einen Grund zu haben, jeden Tag aufzustehen. Wenn du den nicht hast, scheiße, Mann, dann weißt du, was läuft. Dann wirst du es merken. Die Bad Vibes, die du spürst jeden Tag, ist sozusagen das Leben, das dich wachrütteln will. Sagen, hey, mach jetzt endlich mal was. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, ich spreche jetzt gerade zu dir, du hast die Bedeutung für dich noch nicht definiert, oder es fällt dir schwer, mit Menschen zu connecten, dich selbst durchzusetzen. Das sind alles Themen, die wir im Mentoring auch in diesen 10 Wochen zusammen durcharbeiten. Deswegen, unten ist der Link, kostenloses Kennenlerngespräch gibt es bei mir dazu. Und es ist kein Verkaufsgespräch, wird dir nichts verkauft. Du kannst nur profitieren, wenn du es dir einfach mal anschaust. So, und jetzt gehen wir mal zurück, kochen was Schönes vielleicht. Mal schauen. Und dann sehen wir weiter. Jetzt checken wir mal ab, was hier unten läuft. Hier wird nämlich, glaube ich, gekocht. Nice. Are we getting there? Yeah. We're doing some garlic bread now. We're doing garlic bread? Yeah. Here. Oof. With vegan butter? Yeah. Mmm. Yum, 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 yum. Vegan garlic bread. Das ist doch eine klassische Rollenverteilung hier, meine Freunde. Die Männer husteln am Laptop. Organisieren alles. Bilden die Struktur hier, die Foundation. Und dann in der Foundation, schau mal, werden sogar kleine Blumen mitgebracht hier. Und der Raum, den wir halten, wird zum Glühen gebracht. Das ist das Polarität. Wenn das einmal funktioniert, wenn das einmal gecheckt hat, dann läuft's. So, meine Freunde, wir sind zurück im Haus and we're keeping it real here. Ich will euch zeigen, dass es natürlich auch bei mir immer wieder kleine, aber sehr intensive Arbeitsphasen gibt. Also ich arbeite nicht mehr so viel wie früher, also keine 10 Stunden mehr, aber ich arbeite immer noch täglich mindestens 3 Stunden, manchmal auch mehr, wenn man diesen Content, den ich hier produziere, auch noch dazu rechnet. Sowieso mehr. Jetzt habe ich mich gerade eine Stunde lang um Slack gekümmert, weil ich war jetzt eine ganze Woche offline und mein komplettes Team hat sich um alles gekümmert. Wir sind mittlerweile bei The Chain SF 18 Leute und ich kann mich wirklich auf meine Leute verlassen und das ist ein sehr schönes Gefühl und deswegen ist es natürlich auch wichtig, wenn man solche Trips macht, wenn man so rumkommt, egal wo man ist, dass man da nicht auch so diesen Anschluss verliert und immer wieder auch mal reincheckt. Deswegen arbeite ich auch mit Slack und mit Trello. Besonders Trello ist für mich unverzichtbar geworden. Ich könnte gar nicht mehr arbeiten ohne dieses Tool, weil ich auf einen Blick einfach mein ganzes Leben sehe und sehe, was los ist. Ich weiß genau, was die wichtigsten Sachen sind. Das heißt, selbst wenn ich mal nur eine Stunde pro Tag arbeiten müsste, wüsste ich, dass ich in dieser Stunde genau die Sache mache, die mein Business und damit auch meine Mission mit The Chain SF am weitesten bringt. Und da habe ich wirklich auch Christian Meyer zu verdanken, dass er das Flow State Productivity Coaching entworfen hat, was auch Teil des Bildungskonzepts von The Chain SF ist. Also nicht nur das Mentoring von mir, sondern auch sein Coaching hat nicht nur bei unseren Teammitgliedern, sondern auch bei unseren Kunden dazu geführt, dass wir einfach alle ein viel freieres Leben führen, zeitlich unabhängiger sind und nicht mehr den ganzen Tag im Office sitzen müssen. Also mein Leben mittlerweile ist nicht mehr Office. So, ich habe am Morgen 2 Stunden Office, am Nachmittag nochmal. Natürlich gibt es auch Phasen, da bin ich den ganzen Tag im Office, aber ich sage einfach, ich wähle es mir immer selbst aus. Ich bin nicht mehr abhängig von der Uhr von jemand anderem. Und das ist ein sehr wichtiger Insight, den ich euch einfach geben will, dass ihr nicht glaubt, nur weil euch das so beigebracht wurde, dass dieses normale Leben sein muss. Also ich beweise es euch mittlerweile schon sehr lange, aber es gibt auch immer wieder Leute, die eben von unserer Community, auch unsere Kunden, das für sich umsetzen und dann eben auch wirklich zeitlich unabhängiger werden. Und es fängt alles im Kopf an mit der Frage, kann ich das, will ich das und
wie kann ich das machen? Und wenn man das einmal verstanden hat, wie es geht und es dann auch umsetzt und eben zum Beispiel wie bei mir hier, ihr seht, alles in einem Trello-Board hat, alles schön aufgelistet, alles mit Deadlines, dann ist man einfach am Start. Genau. Und so ist es serviert, meine Freunde. So, jetzt haben wir hier vegane Nudeln mit Käse, vegan Cheese. Hier haben wir das Garlic Bread. Geile, das ist Kimchi hier. Chips, Wein. Ich trinke jetzt wieder Wein, meine Freunde. Bis wir angefangen. Man muss das Leben genießen. 31 Jahre alt jetzt. So, meine Freunde, ich partizipiere hier mit meinem Kaffee. Was ja eigentlich fast wie ein Tee ist, muss man sagen. Also. I'll give you a refill. Guten Morgen, meine Freunde. Ha, wir haben richtig gut geschlafen hier. Es ist die erste Nacht, wo meine Lippen nicht wieder aufgesprungen sind und mein Rachen langsam sich auch gut anfühlt. Die Luft hier ist auch nicht mehr so trocken und deswegen bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen erholter. Und heute werden wir jetzt einen Tag in der Natur verbringen. Es sind richtig coole Leute hier, die sich versammelt haben. Alles Leute, die den Burn gemacht haben. Deswegen haben wir schon so eine Connection. Und wir machen jetzt hier auch weiter. Also jeder gibt hier wieder was zurück. Der Jonas hat vorhin Musik gespielt. Ich habe jetzt mal einen Kaffee gemacht. Die Melli macht jetzt gerade ihren Medizintrank mit Zitronen, Ingwer und Honig. Und das ist einfach mega. Das ist mega schön. Eins meiner besten Investments ever. Besonders wenn man viel unterwegs ist und ab und zu auch mal mit Leuten zusammen in einem Haus wohnt und sich konzentrieren will, dann braucht man einfach ein Tool, um wirklich sich auch abzuschotten. Und das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Wie gesagt, auch immer ein bisschen Arbeit einstreuen, damit es sich auch wieder wertvoll anfühlt, die Zeit dann auch wieder für sich nutzen zu können, rauszugehen. Das habe ich jetzt vorhin auch gerade nochmal auf Instagram kommuniziert. Genauso wie Liebe, Angst und Schmerz immer so in einer Dualität bestehen. Das heißt, wenn du dein Herz nicht öffnest, dann kannst du auch nicht wirklich Liebe fühlen. Du bist dann zwar verschont vom Schmerz und musst nicht wirklich in die Angst hinein, aber du kommst auch nicht wirklich so in diese Juiciness rein des Lebens. Genauso sehe ich es auch mit Spaß haben und trotzdem aber auch Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und wirklich diese zwei Welten so ein bisschen gegeneinander auszugleichen. Also ich könnte natürlich jetzt auch weiter einfach rumflowen und rumchillen den ganzen Tag, aber dann irgendwann würde bei mir so dieses Bedürfnis wieder einschalten, mich um meine Kunden zu kümmern oder mich um meine Mitarbeiter zu kümmern oder was zu journalen, was aufzuschreiben oder ein Video zu drehen, wie jetzt zum Beispiel, weil ich eben damit auch wieder was zurückgebe. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man wirklich auch immer sich im Leben diese Balance wieder erlaubt. Natürlich, es gibt immer wieder Phasen, da ist man wieder mehr in dem einen oder dem anderen Extrem. Ich sage auch immer meinen Kunden, die jetzt gerade anfangen, ihr Chain is Life zu verwirklichen, scheue dich nicht auch mal 10 Stunden zu arbeiten. Das ist ja völlig okay, besonders wenn du jung bist. Ich habe in den 20ern zum Teil 12, 13, 14 Stunden pro Tag gearbeitet, aber es muss dann eben auch wieder irgendwann proaktiv entschieden werden, wie komme ich jetzt wieder zurück, weil wenn du ahedonisch wirst und nicht mehr weißt, wie du richtig Spaß haben kannst, weil du es einfach verlernt hast oder nie wirklich gelernt hast, zurückzukommen zu deinem inneren Kind, Spiel, Spaß und Freude zuzulassen, dann bist du dann zwar super erfolgreich, aber am Ende hast du nichts davon. Du wirst eine innere Leere spüren. Und gewisse Leute spüren die auch, ohne erfolgreich zu sein, weil sie einfach ihr ganzes Leben lang sich nicht irgendwie wirklich ernst genommen haben, diese Stimme, die hier drin ist, ignoriert haben. Und das führt dann eben auch wirklich zu Unzufriedenheit, chronischer Unzufriedenheit. Hier, die Ladies machen sich ein schönes Frühstück. Ah, ich muss noch ein bisschen fasten. Oh, let's make Hey, we still have to hug that tree again. Yeah. Bruce. Still have to hug Bruce again. Das ist übrigens Bruce da hinten, Leute. Den haben wir gestern zu dritt umarmt. Der Baum war so dick, dass wir 3 Personen gebraucht haben, um ihn zu umarmen. Und es ist lustig. Eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, ist, ich immer wieder merke, wie geil es ist, manchmal einen gewissen Reiz noch ein bisschen aufzuschieben. Also proaktiv Reize zu reduzieren, um dann noch geiler in den Genuss zu kommen. Das heißt, wenn ich faste bis 14 Uhr oder 13 Uhr, dann schmeckt das Essen einfach geiler. Wenn ich ein paar Mal Sex hatte, ohne zu kommen, dann, wenn ich da mal komme, dann ist es dann so richtig geil. Das heißt, einfach auch mal zu gucken, dass man nicht sich
zu stark den Reizen hingibt und proaktiv lernt, auch mal wieder zurückzuziehen. Und das hat auch wieder viel mit der Arbeit zu tun, was ich vorhin gerade gesagt habe. Statt jetzt nochmal 2 Stunden rauszugehen und noch mehr zu entspannen, mal wieder so ein bisschen Spannung rein. Und dann fühlt sich die Entspannung dann auch wieder besser an. So, 14.30 Uhr, meine Freunde. Und jetzt geht's los hier. Erstes Meal. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Avocado Toast. Und es ist so lustig, wenn man hier in der Community so ein bisschen ist mit mehreren Leuten. Ich habe heute Morgen so den ganzen Bereich einmal gereinigt und geputzt. Jetzt ist alles schon wieder so voll chaotisch, ey. Und ich bin selbst ja auch ein Chaot, aber ich merke schon, hier gibt es Leute, die sind noch mal ein bisschen krasser drauf als ich. So, ein Kollege hier, der macht Rapé-Ceremonies für die Leute. Auch sehr spannend. Habe ich erst einmal in meinem Leben gemacht. Also meine Erfahrungen mit Rapé sind auf jeden Fall, dass ich Rapé einmal machen musste. Das war, als ich in der Ayahuasca-Zeremonie mich nicht übergeben konnte. Das war ein absoluter Notfall, aber sonst halte ich mich wirklich fern von dieser Substanz, weil ich sehe, dass sehr viele Leute davon abhängig werden. Also ich kenne Leute, die mittlerweile jeden Morgen Rapé nehmen zum Meditieren. Und das ist ein Grund, warum ich einfach immer sage, ich gucke mir jede Substanz einzeln an und entscheide dann immer, macht es Sinn? Und für mich hat es überhaupt keinen wirklichen Mehrwert. Auch weil ich nicht wirklich gerne was in die Nase einnehme. Und es wird aber trotzdem in spirituellen Kreisen als sehr was Gutes repräsentiert. Und da ist es eben wieder auch, finde ich, sehr wichtig, dass man einfach immer für sich differenziert. Weil am Ende des Tages kann es sein, dass dir das einen Vorteil bringt beim Fokussieren deiner Arbeit, vielleicht auch beim Meditieren. Aber wenn es dann wieder zur Abhängigkeit wird, finde ich es persönlich wieder, geht es eher wieder weg von der Idee, was Spiritualität wirklich ist, nämlich dass alles bereits in dir vorhanden ist. Nicht sagen, dass ich nicht auch Substanzen konsumiere, aber wie gesagt, eben wirklich nur die Substanzen, die für mich auch einen größeren Upside als eine Downside haben oder gar keine Downside und vor allem auch kein Suchtpotenzial besteht. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Grund. Das will ich an dieser Stelle einfach mal wieder offen und transparent kommunizieren, dass ich das Wort Drogen sehr pauschal gar nicht mehr so aussprechen möchte, sondern es sind alles Substanzen und jede Substanz hat ihren Anwendungszweck, ihre Vor- und Nachteile. Alles, was wirkt, hat auch eine Nebenwirkung und das muss man dann entsprechend eben auch individuell für sich abwägen. Aber bei einer Sache bin ich ganz klar und zwar finde ich, dass das immer in der Entscheidung des Individuums sein sollte und ich daher auch wirklich nicht finde, dass der Staat hier eingreifen muss in das Vorschreiben von Substanzen oder nicht. Ich meine, Alkohol ist legal, wir wissen alle, wie viele Menschen jedes Jahr sterben, sich verletzen oder eben entsprechend auch gewalttätig werden. Und das einfach auch im Verhältnis mal zu setzen mit den ganzen Substanzen, die verboten sind. In Amerika sitzen immer noch Tausende von Menschen im Knast für Verbrechen mit Marihuana. Mittlerweile ist das Zeug überall legal fast geworden, sogar in Thailand. Und da sehe ich einfach sehr viel Heuchelei, die da passiert. Deswegen da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, denk für dich frei, lies mein Buch, The Chain is Life, der erste Schritt in Richtung Freiheit. Dort gebe ich dir auch eine Anleitung, wie du deine eigenen Moralvorstellungen für dich kreieren kannst und deine eigenen Werte wirklich für dich auch definierst. Das machen wir natürlich auch im Mentoring, sehr ausführlich, aber für den ersten Schritt reicht das Buch auf jeden Fall auch. Stripes. Oh, that was... No, we're missing! Middle of the ball. Yeah. Hey!
Die Compression Days sind ein bisschen ausgeartet heute. Es sind super viele Leute hierher gekommen, die auch irgendwie noch vom Burning Man gejoint sind. Und jetzt machen wir ein Experiment und schauen mal, wie das morgen hier aussieht. Die Leute, die hier essen und kochen und auch alles wieder aufräumen oder nicht. Weil am Burning Man haben wir so eine krasse Kultur entwickelt, alles aufzunehmen, keinen Dreck übrig zu lassen. Also es war eine Woche lang so hart in mir drin, dass ich heute Morgen auch alles direkt geputzt habe, also viel mehr als sonst. Und es ist sehr chaotisch jetzt gerade, aber ich vertraue jetzt mal, dass die Leute hier am Schluss einen guten Job machen. Wir werden es sehen. Guten Morgen, meine Freunde. Prost. Ich habe hier gerade meinen Kaffee aufgebraut. Vorher war ich gerade noch hier am Meditieren, hier hinten im Wald mit der Melissa. Richtig tolle Frau, Kolumbianerin, die auch so Zeremonien macht und sehr spirituell ist. Ich habe mich sehr gut mit ihr connected die letzten Tage. Und ich bin euch hier noch ein Feedback schuldig, wie es jetzt gelaufen ist die letzte Nacht. Also leider nicht so, wie ich erwartet habe, weil da sind noch ein paar Girls plötzlich reingekommen, die alle besoffen waren. Und die habe ich auch nicht gekannt. Und die haben dann wirklich hier einen riesen Mess veranstaltet, haben angefangen zu kochen, haben gesoffen, haben sich nicht gut benommen, waren mit den Schuhen drin und haben mir dann einfach auch nochmal gezeigt, so hey, okay, das ist meine Verantwortung, das Haus, ich habe das gemietet. Und musste dann denen auch nochmal sagen, so hey, jetzt putz den ganzen Scheiß weg. So. Also einfach mal einmal kurz die Party stoppen, weil es ja sonst nicht gegangen. Ich habe gehofft, dass es so wie am Burning Man ist, dass jeder am Schluss seinen eigenen Scheiß zusammenwischt. Aber es ist dann nicht so gewesen. Und trotzdem hatte ich Empathie mit den Leuten, weil ich war auch schon an Hauspartys in Amerika eingeladen, wo ich mich wahrscheinlich nicht perfekt benommen habe, weil ich gedacht habe, ja, ist ja nicht mein Haus. Das heißt, ich habe direkt diesen Spiegel gekriegt und gleichzeitig eben auch Verantwortung übernommen, den Leuten zu sagen, hey, yo, cleant bitte alles weg, jetzt ist einigermaßen wieder alles sauber. Weil ich war gestern nicht so in Partystimmung, ich war mehr so ein bisschen am Entspannen und habe mich auch wieder mal so ein bisschen auf mich konzentriert, gearbeitet, gelesen, was ich auch immer wichtig finde, dass man sich auch in Party-Settings immer wieder zurückziehen kann, wenn man das will. Es ist nicht einfach, aber man kann es. Das war auch ein schönes Learning und ja, habe ich kurzzeitig so wie in einem American Pie Film gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr diese American Pie Filme kennt, bei diesen Hauspartys, wo man am Schluss denkt, hey, das ganze Haus muss neu renoviert werden bei diesen amerikanischen Hauspartys. Deswegen, jetzt habe ich zum ersten Mal offiziell Verantwortung zu sein übernommen und mal schauen, was der Host sagt, weil lustigerweise habe ich auch noch eine Information. Nach dem Burning Man wurde der Wagen von uns mit $500 Reinigungsgebühren berechnet wegen dem ganzen Sand. Also ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, das zu umgehen, obwohl wir ihn noch bei den Indianern gesäubert haben. Und bei Airbnb finde ich es noch wichtiger, dass ich hier wirklich auch meiner Verantwortung gerecht werde, weil ich habe über 70 Reviews, die alle positiv sind. Das heißt, überall, wo ich anfrage, werde ich auch akzeptiert, also als Mieter. Und deswegen funktioniert Airbnb auch so gut, weil man wirklich immer sieht, hey, was sind das für Leute, die einziehen, was sind das für Leute, die vermieten. Mittlerweile bin ich auch Host mit meiner eigenen Villa. Und wenn ich jetzt gestern selbst der Host dieses Haus hier gewesen wäre, hätte ich es persönlich nicht respektvoll gefunden, wie hier mit dem Haus umgegangen worden ist. Man hat auch den Müll nicht getrennt, man hat einfach alles dort rumgelassen und so. Und das war für mich eine sehr schöne Lernerfahrung. Haben dann auch die Leute rausgeschmissen am Schluss. Und ist für mich auf jeden Fall ein Grund, nochmal ein bisschen besser aufzupassen das nächste Mal. So, das Gute an der Geschichte war, dass ein paar Leute aus der Region auch in unserem Haus waren, die wir nicht eingeladen haben. Und die haben uns einen guten Tipp gegeben hier. Ein ganz abgelegener Strand hier am Lake Tahoe. Jetzt sind wir 50 Minuten gefahren, wo man auch nackt sein kann. Und das checken wir uns jetzt ab. Jetzt hiken wir hier erstmal runter. Okay, wir sind richtig. Das ist mein Baum hier. What's his name? Fernando? Wow. Beautiful! 3 Stunden später, meine Freunde. Richtig schön hier. Ich will natürlich jetzt hier nicht zu viel filmen. Es sind sehr viele nackte Menschen hier. Aber ist nochmal ein sehr schöner Abschluss. In ein paar Stunden fliege ich nach Texas. 4 Uhr morgens muss ich aufstehen. Haben wir noch ein letztes Dinner von meinem Kumpel Dan, der ist Chefkoch. Der macht uns jetzt was richtig Feines. Und schaut mal, die Sonne, die ist noch sehr hoch, aber es sieht aus, als wäre sie schon fast unten, weil scheinbar hier irgendwo in der Nähe, 2 Stunden entfernt von hier,
ein großer Waldbrand gerade ist und das oben hier, das ist Rauch, der sich hier ansammelt. Also ein bisschen ziemlich crazy, was hier gerade wieder abgeht. Ich kenne eine Frau, die hat vor 4 Jahren hier auch ihr Haus verloren wegen seinem Brand. Das ist natürlich schon krass. Deswegen seid ihr immer wieder Dankbarkeit für jeden Tag, wo es keine Schicksalsschläge gibt. Das ist sogar eine Sache, die ich immer wieder mache, jeden Morgen, wenn ich mein iPhone checke. Einmal kurz Danke sagen, wenn keine Hiobsbotschaft auf dem Display ist. Das ist immer wieder so, oh, schön, mega. Das ist pretty epic hier. Die haben so ein komplettes elastisches Seil über den ganzen See gespannt. Oh, krass. Oh, that's so funny. So, wir sind zurück. Hier gibt es schon eine Lasershow und heilige Scheiße, was ist das bitte sehr? What is this? Is this even an animal or is this like human meat here? Wow. Okay, Yada, and what are you doing here? What is this? We have a green curry lentil soup with sweet potatoes. And a lot of turmeric and thyme and rosemary. Ah, sexy, sexy. And now we have the summer rolls coming up. The summer rolls coming up too? Okay. Good chat. Ja, ihr seht meine Freunde. Love means no separation, accepting everybody how he is, right? even this. Das habe ich mittlerweile gelernt. Es ist einfach, es ist okay. Es ist okay, wie es ist. Jeder soll machen, was er will. Und mit guten Menschen verbringt man gerne Zeit. Da spielt keine Rolle, was sie essen. Und damit beenden wir jetzt auch diesen Vlog. By the way, this guy here is a machine. Dan with the master plan. What are we eating today? We've got pineapple, apple, Thai salad. And we have a som tam with different fruits. Vegan som tam. Vegan som tam. And you made all of this while being sick, so I respect you, brother. My pleasure. He's a machine. Yes, meine Freunde, wir checken jetzt aus. Morgen um 4 Uhr stehen wir auf und dann fliege ich nach Texas und dann beginnt der Ernst des Lebens wieder. Fast. Nee, aber ernsthaft, ich habe jetzt 10 Tage sehr wenig gearbeitet, außer natürlich diese Vlogs hier gemacht und bisschen mit meinem Team interagiert. Aber so richtig, aber die ganzen Connections, die gemacht wurden, die ganzen Learnings, die müssen jetzt auch umgesetzt werden, die müssen jetzt ins Team integriert werden, die müssen jetzt auch in Videos umgewandelt werden, wie zum Beispiel diesem hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und sag mir einfach, wie du diese Vlogs findest. Ich habe keine Ahnung, wie sie ankommen. Ich habe schon lange nicht mehr so aus dem Leben gebloggt wie jetzt aktuell. So unzensiert auch. Und wenn ich sehe, dass es ankommt, dann bin ich auch bereit, gerne mehr hier zu teilen aus meinem Leben. You want to say some last words? Listen to whatever he says. He's a very wise and beautiful man. Oh. Like, I trust everything I follow. Wow, okay, meine Freunde, Link ist in der Beschreibung. Mentoring, wir haben begrenzte Plätze, ihr wisst Bescheid. Much love, peace out.